Hallo zusammen und willkommen. Kaffee schmeckt nicht nur frisch aufgebrüht sehr lecker, er kommt auch häufig zum Einsatz, um Kosmetikprodukte herzustellen. Insbesondere bei der Gesichtspflege kann er wahre Wunder bewirken. Um möglichst lange Zeit jung auszusehen und die Schönheit zu bewahren, braucht vor allem deiner Gesichtshaut eine besondere Pflege. Reichhaltige Gesichtsmasken helfen dabei, deine Haut mit allen wichtigen Nährstoffen optimal zu versorgen. Der große Vorteil, du kannst die Masken leicht selbst herstellen. Dafür benötigst du nur etwas Kaffeesatz aus deinem Kaffeefilter und mischst ihn mit weiteren natürlichen Zutaten aus deinem Haushalt. Im heutigen Video stellen wir dir verschiedene Rezepte für Gesichtsmasken vor, die du ein- bis zweimal wöchentlich anwenden kannst, um deine Haut zu verwöhnen. Um keine weiteren Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Unser erstes Rezept ist die Kaffee-Honig-Gesichtsmaske. Diese Maske erfrischt die Gesichtshaut und wirkt gleichzeitig regenerierend. Während Honig und Olivenöl die Haut pflegen und mit Feuchtigkeit versorgen, entsteht durch das Kaffeepulver ein Peeling-Effekt. Die feinen Körnchen helfen dabei, das Gesicht von alten Hautschüppchen zu befreien und das Hautbild zu verfeinern. Die Zellerneuerung wird angekurbelt und lässt die Haut strahlender und gesünder erscheinen. Du benötigst 2 Teelöffel Kaffeesatz, 2 Esslöffel Olivenöl und 2 Esslöffel Honig. Vermische alle Zutaten, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Diese trägst du vorsichtig auf dein Gesicht auf und lässt sie ungefähr 10 Minuten einwirken. Um einen Peeling-Effekt zu erzielen, massierst du die Maske mit angefeuchteten Fingern 1 bis 2 Minuten sanft in deine Gesichtshaut ein. Anschließend spülst du dein Gesicht mit lauwarmem Wasser gründlich ab. Das nächste Rezept ist eine Kaffee-Joghurt-Gesichtsmaske. Diese Maske reinigt fettige Haut gründlich und beugt Unreinheiten vor. Durch die entzündungshemmende Wirkung des Kaffees heilen Pickel schneller ab und Rötungen verschwinden. Joghurt und Honig versorgen die Haut mit wichtigen Pflegestoffen. Der Zitronensaft wirkt antibakteriell, verfeinert Poren und vermindert die Talgproduktion. Der Fettglanz der Gesichtshaut wird stark reduziert und der Ton wirkt ebenmäßiger. Du benötigst 2 Esslöffel Kaffeesatz, 2 Esslöffel Joghurt, 1 Esslöffel Honig und 1 Teelöffel Zitronensaft. Verrühre alle Zutaten gut und trage die Maske auf dein Gesicht auf. Die empfindliche Augen- und Mundpartie solltest du jedoch aussparen. Nach etwa 10 Minuten Einwirkzeit kannst du die Maske vorsichtig mit lauwarmem Wasser entfernen. Das nächste Rezept ist eine Kaffee-Kakao-Maske. Diese Maske pflegt das Gesicht intensiv und wirkt der Hautalterung entgegen. Mit Hilfe der Antioxidantien in beiden Zutaten werden freie Radikale abgefangen und ein Anti-Aging-Effekt erzielt. Honig und Milch versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit. Das Gesicht wirkt jünger und ein strafferes Hautbild entsteht. Du benötigst 2 Esslöffel Kaffeesatz, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Milch und 1 Esslöffel Honig. Vermische alle Zutaten, bis eine Paste entsteht und trage diese auf dein Gesicht und deine Halspartie auf. Nach etwa 20 Minuten Einwirkzeit entfernst du die Maske mit einem feuchten Tuch vorsichtig von deinem Gesicht. Das letzte Rezept ist eine Kaffee-Kokosöl-Augenmaske. Diese Maske lässt müde Augen strahlen und vermindert Schwellung. Das im Kaffee vorhandene Koffein verengt die Blutgefäße und entzieht den geschwollenen Stellen die Flüssigkeit. So werden Augenringe sichtbar reduziert. Durch das Kokosöl wird die empfindliche Haut rund um die Augen optimal gepflegt. Die gesamte Augenpartie wirkt dann frisch und straff. Du benötigst 1 Teelöffel Kaffeesatz und 1 Teelöffel Kokosöl. Verrühre die Zutaten zu einer Creme und verteile diese vorsichtig unter deinen Augen. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, solltest du die Maske am Abend anrühren und über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Die kühle Temperatur unterstützt die abschwellende und entwässernde Wirkung der Mixtur noch einmal. Nach etwa 10 Minuten kannst du die Maske mit lauwarmem Wasser vorsichtig abwaschen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.